Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Markus Barth. Dankeschön! Köln! Ah, danke sehr. Vielen, vielen Dank. Ist das schön. Ach, ich freue mich. Ich liebe es. Ich freue mich so sehr auf diesen Abend. Ich kann es euch gar nicht sagen. Endlich heute mal in Köln! Köln! Also, ich wohne jetzt seit 20 Jahren in Köln und ich liebe diese Begeisterung der Kölner für Köln. Ich weiß aber nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, diese Begeisterung funktioniert nur im Ganzen. Die funktioniert nicht im Detail. Ihr müsst das mal probieren. Ihr könnt in Köln immer fragen, was ist die schönste Stadt der Welt? Und alle, Köln! Aber sobald du fragst, wo stehen die schönsten Häuser? Nicht bei uns. Wer hat das beste Nachtleben? Berlin vielleicht? Aber was ist die schönste Stadt der Welt? Köln! So toll. Ich freue mich total. Ich freue mich vor allem auch mal wieder, dass mich Menschen verstehen, wenn ich auftrete. Einer meiner letzten Auftritte war in der Schweiz. So, und ich muss sagen, ich mag die Schweizer, ja. Ich bin total gerne in der Schweiz. Das einzige Problem bei den Schweizern ist, Schweizerdeutsch ist eine eigene Sprache. Mit eigener Grammatik, eigenen Vokabeln. Und das Problem ist, das wissen die Schweizer nicht. Das passiert mir jedes Mal. Ich bin im Restaurant, hab fertig gegessen, dann kommt ein Kellner und deckt ab und fragt irgendwie so, und ich gut gsi? Bitte was? Ich gut gsi? Spreche ich ausländisch oder was? Und ich so, ja. I do not speak your funny language. Ich war in der Show, da war ein Schweizer Moderator. Stand auf die Bühne, hat die ganze Zeit geplappert auf Schweizerdeutsch. Ich stand hinterm Vorhang, hab darauf gewartet, dass er mich ansagt. Kein Wort verstanden. Ich stand die ganze Zeit so, jetzt? Und irgendwann sagt er so irgendwas auf Schweizerdeutsch so, Özli, Mözli. Und ich dachte nur so, scheiße, hat er mich jetzt angekündigt? Oder? Dann geht's weiter, Özli, Mözli, Markus Barth. Ich dachte mir, ich glaub, der hat mich gerade mit einem Fluch belegt. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass ihr heute hier seid, dass ihr gekommen seid. Wir machen uns heute einen lustigen Abend. Das ist die Premiere dieses Programms. Das ist die Premiere. Ja, danke schön. Kennt mich irgendjemand noch nicht eigentlich? Klatscht euch mal. Irgendjemand noch nie in der Show von mir gewesen? Davon? Ja, tatsächlich. Okay, nee, ich versuche immer nur so ein bisschen mein Berühmtheitslevel abzuschätzen. Einfach um zu wissen, ab wann sich die gepanzerte Limousine lohnt, die ich seit 8 Jahren fahre. Nee, ich bin aber auch realistisch, ganz im Ernst. Nur mal ein Beispiel, ja, mein Nachbar hat keine Ahnung von Comedy, wirklich gar keine. Er glaubt aber, dass ich so mit der größte Comedy-Star weltweit wäre. Gut, ich habe es ihm auch oft genug erzählt. Aber das rächt sich. Ja? Ich war bei ihm auf dem Geburtstag und er hat so einzelne Gäste begrüßt. Ja? Und dann sagt er irgendwie so, deutet er so nach hinten und sagt so, ja, und übrigens, mein Chef ist heute gekommen. Und alle so, yeah, der Chef ist da. Und die Tante Ute aus Braunschweig ist auch gekommen. Und alle so, yeah, die Tante Ute ist da. Und dann deutet er auf mich, ich habe mich schon in die hinterste Ecke verkrochen, deutet auf mich und sagt, ja, und viele von euch werden sich das schon gedacht haben, das da hinten ist wirklich Markus Barth. In dem Moment, die gesamte Gesellschaft, yeah, wer ist das? Mario Barth ist da? Ich sehe nur Payman Amin. Aber ganz im Ernst, ich will gar nicht so berühmt sein. Ich weiß überhaupt nicht warum, man kriegt nur dumme Sprüche. Mir kürzlich passiert, ich bin am Aachener Weiher gelaufen, kommt mir so ein Jogger entgegen, reißt die Augen auf, sieht mich, reißt die Augen auf und schreit, du bist Markus Barth. Und ich so, das stimmt. Und er so, ich finde dich voll lustig. Ich so, dankeschön. Alles richtig. Und dann sagt er so, für mich bist du der neue Mario Barth. Ich so, komisch, gerade fand ich dich noch sympathisch. Also was denn? Das ist so volles Kompliment, oder?
Ich so, ja, ist voll das Kompliment. Jetzt aber schnell weiter joggen. Für mich bist du der neue Joschka Fischer. Wie gesagt, ich wohne seit 20 Jahren in Köln und wirklich, ich liebe diese Stadt so sehr, ich kann es gar nicht sagen. Ich liebe auch diese Begeisterung der Kölner für unsere Stadt, wenn völlig unerwartet mal was funktioniert. Es ist doch so, guck mal, der Brunnen am Ebertplatz, ja? Wer nicht aus Köln ist, wir haben am Ebertplatz einen Brunnen, 20 Jahre lang kaputt, glaube ich, locker, oder? 20 Jahre, irgendwie so, 20 Jahre kaputt. So, jetzt komme ich aus meinem Sommerurlaub wieder, kommt mir eine Freundin entgegen, aufgeregt wie sonst was, schreit mich an, Markus! Hast du gesehen? Der Brunnen am Ebertplatz. Ich dachte, was ist los mit dem Brunnen am Ebertplatz? Da kühlt Wasser raus. Da ich gesagt, Wasser? Aus einem Brunnen? In Köln? Das ist nicht mehr meine Stadt da. Wollen sie als nächstes machen? Im Opernhaus wieder Opern spielen oder was? Na, ich find Köln wird auch manchmal unterschätzt. Guck mal, es gab jetzt kürzlich so eine Liste, ich glaube im The Economist oder so, eine Liste mit den lebenswertesten Städten der Welt. Die lebenswertesten Städte der Welt. Da kam Köln nicht vor. Und das fand ich fies, weil ich meine, wir haben doch auch schöne Ecken hier, oder? Schöne Parks, Melaten. Ja gut, ist ein Friedhof, aber schöner Friedhof. Ich habe das mal nachgeguckt. Tatsächlich, du kannst Melaten bei TripAdvisor bewerten. Das ist kein Scheiß. Ich weiß gar nicht, wonach es da geht. Irgendwie Blumenschmuck, Liegekomfort, ich habe keine Ahnung. Du kannst Melaten bei TripAdvisor bewerten und der kriegt dort 4,5 von 5 Punkten. Was lustigerweise genauso viel ist, wie es Phantasialand. Hoffentlich verwechselt das nie einer. Geht auf Melaten, sieht einen Trauerzug und schreibt dann eine Rezension. Ja, schon ganz nett, aber die Parade war ein bisschen lahm. Ihr müsst echt mal die Rezensionen bei TripAdvisor zu Melaten lesen. Großartig, hast den ganzen Nachmittag Spaß. Ich habe eine gelesen, stand drin, ja, für den Nachmittag ganz okay, mehr aber auch nicht. Ich kann es mir nicht verkneifen, habe drunter geschrieben, du, manche bleiben aber deutlich länger. Köln ist eine schöne Stadt. Es ist aber auch eine verwirrende Stadt. Das muss man wirklich sagen. Ist mir jetzt wieder aufgefallen, ich bin U-Bahn gefahren und ich weiß nicht, ob ihr schon gemerkt habt, bei der KVB, also Kölner Verkehrsbetriebe, gibt es die U-Bahn-Ansage. Liebe Fahrgäste, bitte benutzen Sie zum Einsteigen alle Türen. Also Leute, ich habe es echt probiert, ja. Nach 3 Türen fährt die scheiß Bahn los, was soll ich machen? Und ich finde es also putzig, bei den KVB-Ticketschaltern haben sie jetzt eine Diskretionszone. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Diskretion, ihr kennt das ja, wo man so 3 Meter dahinter steht. Und ich meine, solche Diskretionszonen machen Sinn, ja, beim Arzt oder bei der Bank. Aber in der U-Bahn? Leute, wie geheim kann dein Ticket sein? Haben die wirklich Angst, dass da einer steht und sagt so, hallo? Ich muss nach Düsseldorf. Das Allergeilste finde ich, aber die haben da jetzt eine Diskretionszone. Die Angestellten sitzen aber hinter einer Glasscheibe mit Lautsprecher. Das heißt, du stehst da und sagst, hallo, ich muss nach Leverkusen. Und dann hörst du aus dem Lautsprecher so ein Leverkusen einfach oder hin und zurück. Entschuldigung, da hinten würden Sie bitte die Diskretionszone einhalten. Überhaupt keinen Sinn. Köln ist eine verwirrende Stadt, aber ich finde, dadurch ist man als Kölner immer gut vorbereitet auf die Welt. Nein, aber sagen wir es mal, wie es ist, die Welt ist auch verwirrend. Wir reden uns immer ein, dass die Welt Sinn machen würde. Die Welt macht keinen Sinn. Die Welt ist für mich wie so ein Film von Til Schweiger.
auch so. Du sitzt die ganze Zeit davor, guckst dir das an und denkst dir, wer? Kein Ohr? Zwei Ohr? Ich, was? Mach mal das Maul auf, Alter. Wie ein Film von Til Schweiger. Du lachst mal, du heulst mal, aber verstehen tust du nichts. Ich meine, es gibt so harmlose Beispiele für Verwirrung, ja, und für Unsinn irgendwie. Nur mal ein Beispiel, ein Freund von mir ist da der absolute Spezialist in der Hinsicht. Ich bin mit ihm Auto gefahren und wir haben eine Radiodurchsage gehört, Verkehrsdurchsage. Und dann kam die Verkehrsdurchsage, liebe Autofahrer, bitte aufgepasst, die A1 wird zwischen Köln und Leverkusen eine Woche lang gesperrt, da wird eine Bombe gesucht. Und ich gucke so zu meinem Kumpel und merke so, oh, er grübelt, das ist nicht gut. Das nicht. Und dann irgendwann bricht so aus ihm raus und er sagt so, Markus, die sperren eine Woche lang die A1, um eine Bombe zu suchen? Ich so, ja, wieso, was ist das Problem? Wäre es nicht einfacher, eine neue Bombe zu bauen? Nein. Aber ist egal, wir fahren weiter, kommt eine Radiomeldung, eine Nachricht irgendwie und da ging es um eine vierköpfige Familie. Und das war der Ausgrund, vierköpfige Familie und ich gucke so zu ihm rüber und merke so, oh, Herr Grübel schon wieder, das ist nicht gut. Und dann sagt irgendwann so, komm jetzt, was, Haus raus, was ist los? Er so, Markus, wenn du von der vierköpfigen Familie hörst, denkst du da auch immer, hoffentlich sind die auch wirklich zu viert? Ja, nicht, dass sie drei sind, aber haben vier Köpfe. Das wäre doch schlimm. Bitte, Alter, mach das Radio aus. Lies deine Zeitung. Ganz im Ernst. Es wird nicht besser. Lies da seine Zeitung. Kölner Express. Und Kölner Express war eine große Überschrift, war ein großer Artikel über Vandalismus in Kölner Gärten. Und die Überschrift war, wer knickt die Kölner Sonnenblumen? Klassische Express-Schlagzeile. Wer knickt die Kölner Sonnenblumen? Mein Kumpel liest das und seine erste Reaktion war, ja, ich werde schon machen, kommt auf die Bezahlung an. Aber das sind so harmlose Beispiele für Haha-Moment-was-Momente, ja. Viel, viel schlimmer wird es in der Politik, weißt du? Markus Söder. Markus Söder, ich komme ja selber aus Bayern. Aber ganz ehrlich, als Markus Söder Ministerpräsident in Bayern wurde, da wollte ich selber wieder nach Bayern ziehen. Einfach nur, um nochmal wegziehen zu können. Habt ihr die Bilder von seinem Weltraumprogramm gesehen? Bavaria One. Wie kommt der auf so? Das ist für mich so typisch 2018, ja? Dass bei jedem Bild, das der bayerische Ministerpräsident postet, du doppelt und dreifach nachguckst, ob es nicht vielleicht doch die Titanic war. Das ist so, dass ich frage mich, wie kommt der da drauf? Wahrscheinlich hat er sich gedacht so, och, ich wisse da mal gern, was die Leute so von mir denken. Ich hab's, ich verkleide mich einmal. Dann gehe ich einmal in der Wirtschaft und frage die einmal. Zieh da eins von seinen beschissenen Faschingskostümen an und geht in die Wirtschaft und stellt sich neben den ersten Bayern und sagt so, der Söder? Was denkt denn ihr so vom Söder? Und dann sagt der Bayer so, der Söder, das Arschlocher. Den darf ich am liebsten auf den Mond schießen. Und der Söder, sie wollen ein Weltraumprogramm. Überhaupt die CSU liefert mir persönlich einen Haha-Moment-was-Moment nach dem anderen. Ja. Habt ihr das mitgekriegt? Dorothee Bär, unsere Staatsministerin für Digitales. Als die Staatsministerin wurde, hat sie gesagt, bei der Digitalisierung, da geht es nicht nur darum, dass wir alle schnelles WLAN haben. Da geht es auch um die Frage, ob in Deutschland Flugtaxis fliegen können. Ich so, bitte was? Flugtaxis! Flugtaxis, Freunde! Und ich dachte, was ist mit der los? Hat die einen DVD-Abend gemacht, ist vom fünften Element eingeschlafen, oder? Flugtaxis! Wobei das Lustige ist, sie hat sogar recht. Es gibt jetzt nämlich eine deutsche Firma, die tatsächlich Flugtaxis produziert und in Singapur testet. Ich finde es schade, dass sie es nicht in Deutschland machen. Guck mal, also da könnten die Leute in der Eifel oder in Brandenburg, könnten sich da ein Flugtaxi bestellen. Und könnten so hoch fliegen, bis sie endlich Handyempfang haben.
Weil ich will gar nicht lästern über Dorothee Bär. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, wir waren in derselben Schule tatsächlich, Dorothee Bär und ich. Das ist kein Scheiß. Tatsächlich Regio Montanus Gymnasium Haßfurt, selbe Schule. Sie war ein Jahr unter mir und wir waren da irgendwie zusammen. Und ich hätte nie gedacht, dass wir mal beide was mit Comedy machen. Ich frage mich immer, wer ist schuld an dieser Verwirrung? Wann hat das angefangen? Und ich glaube wirklich so, der Startschuss war die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten. Da ging's los. Guck mal, weil du kannst ja heute keinen Agenten-Thriller mehr drehen, oder? Stell mal vor, so ein Polit-Thriller irgendwie im Kino. Du siehst den Trailer im Kino und kommt die Stimme so, die Welt steht vor einer völlig neuen Bedrohung. Und der ganze Saal so, oh mein Gott, was ist los? Eine neue Gruppe extremistischer Attentäter. Also, oh mein Gott, was ist los, was machen die? Will das Weiße Haus in die Luft jagen. Wo ist jetzt die Bedrohung? Aber ein Mann wird den Präsidenten retten. Und der ganze Saal, buh! Es ist so, Donald Trump hat die Verwirrung in der Welt auf ein völlig neues Level gehoben. Guck mal, Donald Trump und Kim Jong-un. Guck mal, wenn früher jemand vom Irren mit der Bombe gesprochen hat, dann musstest du wenigstens nicht nachfragen, der im Osten oder der im Westen. Habt ihr mitgekriegt, wie sie bei Twitter angegiftet haben, die zwei? Gott, wie peinlich. Kim Jong-un, ich habe einen roten Knopf. Donald Trump, ich habe auch einen roten Knopf. Aber meine ist größer. Ich dachte mir, Leute, macht die Hose runter, ich hole ein Lineal, ganz ehrlich. Weißt du, ich finde es prinzipiell schrecklich, dass Trump Präsident ist, aber so ein bisschen gönne ich es ihm auch. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber für Donald Trump ist ja der erste Präsident, für den der Einzug ins Weiße Haus ein sozialer Abstieg war. Das ist wirklich, guck mal, der kommt aus dem Trump Tower, der hatte goldene Wasserhähne, jetzt wohnt er da in dieser Rumpelbude. Und das stelle ich mir richtig geil vor, der Moment, als er vom Weißen Haus stand und sich gedacht hat so, verdammt, ich habe gelogen, ich habe betrogen. Ich habe mich fast schon prostituiert, nur damit ich hier wohne. Und neben ihm Melania. Ja, frag mich mal. Oh, ich gönn sie. Und ganz große Quelle für Verwirrung und Unsicherheit ist für mich auch Facebook. Ich muss ehrlich sagen, ich vertrage es immer schlechter. Wirklich, wenn ich heute so die ganzen Facebook-Kommentare durchlese und die Posts in meiner Timeline, ich hätte jetzt nie gedacht, dass ich das mal sage, aber da wünsche ich mir echt die Zeit herbei, als alle noch Farmville gespielt haben. Guck mal, du siehst ja da alles, ja, Essensbilder, Verschwörungstheorien, Xavier Naidoo-Zitate natürlich, Xavier Naidoo. Weißt du, genau in dem Moment, wo du denkst, es gibt nichts Schlimmeres als das ekelhafte Gedudel von Xavier Naidoo, da fängt er auch noch an, sich politisch zu äußern, ich könnte kotzen. Nee, ihr müsst nicht, ist alles gut. Voltaire, der französische Philosoph, soll mal gesagt haben, ich mag verdammen, was du sagst, aber ich würde mein Leben dafür einsetzen, dass du es sagen darfst. Bin ich relativ sicher, Voltaire war nicht bei Facebook. Das stelle ich mir geil vor, Voltaire bei Facebook. Liest den ersten Post so, die Regierung sprüht Chemikalien an den Himmel, um uns zu vergiften. Voltaire, non. No, das ist Unsinn. Aber auch wenn es deine Meinung ist, dann lass es raus. Zweiter Post. Impfungen sind giftig. Voltaire, no. Ich lebe im 17. Jahrhundert. Ich wäre froh, wenn wir Impfungen hätten. Dritter Post. Deutschland ist nur eine GmbH. Voltaire, Großbuchstaben. Halt die Fresse, Xavier. Ich kann es nicht mehr hören. PS gilt auch für deine Musik. Ich ertrag's nicht mehr. Aber ich glaube, das hat ein bisschen mit meinem Alter zu tun. Ich bin jetzt 41. Und wer ist über 40? Bitte mal klatschen. Wer ist über 40? Yay! Oh. Nein, eigentlich finde ich es ganz cool, über 40 zu sein, aber es ging schon auch schnell, oder? Weißt du, am einen Tag bist du noch 25 und tanzt nachts um 3 mit 4 Tequila-Gläsern auf dem Kopf. Nächsten Tag warst du auf, bist 41. Kaufst dir ein Wärmepflaster. Und cremst dir die Füße mit Schrundensalbe ein. Es geht schnell, es geht verdammt. Und die Energie lässt so ein bisschen nach, merke ich, in meinem Alter. Guck mal, ich hatte Leute, kürzlich Freunde zu Besuch, die waren 25, beide, 25. Die waren kaum in meiner Wohnung.
kaum in meiner Wohnung, geht schon los. Los, Markus, komm, los, wir gehen in den Trampolinpark und wir gehen in den Kletterpark und wir gehen ins Phantasialand und heute Abend ist eine Party, die geht erst um 3 los, aber da können wir uns ja vorher noch ein bisschen warm trinken, wie wäre das denn? Und ich so, Oder wir machen jetzt den Mittagsschlaf und gehen dann früh ins Bett, wie wäre das denn? Ey, wir waren tatsächlich im Trampolinpark. Mit 41 bin ich im Trampolinpark. Und weißt du, es gibt einen Unterschied, wie du mit 25 oder mit 41 im Trampolinpark stehst. Ist wirklich, mit 25 stehst du da so, yeah, geil, juhu, hüpfen. Mit 41 anders. Mit 41 stehst du da. Hüpfe ich jetzt also? Ich muss aber auch noch die Steuer machen. So ist er. Aber es macht schon Spaß. Also es macht tatsächlich Spaß. Ich kann euch wirklich empfehlen, wenn ihr euch mal richtig jung fühlen wollt, dann empfehle ich einen Tag im Trampolinpark. Wenn ihr euch mal richtig alt fühlen wollt, empfehle ich den Tag nach dem Tag im Trampolinpark. Leute, ich hatte Schmerzen. Ey, das habe ich noch nie erlebt. Ich habe mich gefühlt, als hätte mich immer mit einem Baseballschläger verprügelt. Bin morgens aufgeweckt, dachte mir, oh, was ist los? Was passiert? Habe ich dunkle Haut? War ich gestern in Chemnitz? Was ist passiert, Freunde? Aber der Kumpel von mir hat dann gesagt, Markus, mach dir keine Sorgen, morgen fühlst du dich wie neugeboren. Das stimmt? Habe ich gefühlt wie neugeboren? Ich lag den ganzen Tag rum und habe sinnlos geweint. Ich merke auch beruflich, dass ich älter werde, natürlich. Bin kürzlich bei Nightwatch aufgetreten, in der Fernsehaufzeichnung. Und kennt ihr wahrscheinlich, oder? Super, super Show, total lustig. 2 Tage vor dem Auftritt kriege ich eine Mail von der zuständigen Redakteurin, die mir schreibt, hey Markus, voll cool, dass du dabei bist. Denk bitte dran, unser Publikum ist eher weiblich und relativ jung. Richte dich doch bitte danach. Ich so, aha. Wie? Soll ich auf die Bühne gehen und sagen so, hey, hallo, YOLO. Wer will mit in meine Insta-Story? Jung und weiblich, ich lache mir schon immer kaputt, wenn ich so junge Kollegen sehe, die auf der Bühne stehen irgendwie und dann sagen so, ey, früher, wisst ihr noch früher? Früher, wisst ihr noch? Wo ich mir denke, was meinst du mit früher? Du bist 25. Was meinst du mit früher? Letzten Mittwoch oder was? Früher, als wir alle noch das Schnappi-Lied gesungen haben. Das ist doch nicht früher. Früher ist, als wir alle noch das Horst-Wessel-Lied gesungen haben, Freunde. Entschuldigung. Einziger Vorteil, ich vergesse auch immer mehr Dinge. Das ist auch manchmal praktisch. Aber ich hatte anfangs Angst. Ich habe wirklich gemerkt, so, scheiße, ich vergesse immer mehr Namen, ich vergesse immer mehr Schauspieler und so. Und ich habe darauf reagiert, wie jeder vernünftige Mann reagieren würde. Ah, Hirntumor. Und... Ich bin sogar zum Arzt gegangen, kannst du keinem erzählen. Ich bin zum Arzt gegangen und habe gesagt, Herr Doktor, ich vergesse immer mehr. Er so, ja, Sie sind 41. Was ist? Natürlich vergessen Sie Dinge, Herr Bart. Was wollen Sie mir denn als nächstes erzählen? Dass Sie den Fuß nicht mehr hinter den Kopf kriegen, oder was? Ist das auch ein Zeichen für Hirntumor? Meine Theorie ist ja, man lernt nur, bis man so 25 ist. Dann ist dein Hirn einfach voll. Alles, was du danach lernst, purzelt hinten wieder raus. Das ist kein Scheiß. Ich weiß bis heute nicht, ich muss jedes Mal nachdenken, wie die Frau von meinem besten Kumpel heißt. Aber ich kann dir immer noch jedes Lied der ersten allgemeinen Verunsicherung auswendig vorsingen. Sehr praktisch, wenn ich die Frau auf der Straße treffe. Sie immer so, ey Markus, wie ist es? Und ich so, hey, du. So, nee, du hast jetzt nicht schon wieder meinen Namen vergessen, oder? Ich so, nein, na. Küss die Hand, schöne Frau. Ihr Ochs.
Man hat auch andere Themen in unserem Alter, oder? So mit 40 irgendwie. Das ist ein anderes Thema so als, guck mal, wenn du mit 30 jemanden fragst beim Kaffee trinken, irgendwie so, wie geht's dir denn? Da kommt immer sowas, oh, mir geht's so gut. Ich hab grad meinen Bachelor gemacht. Und ich hab einen Job und meine Freunde sind so lieb und ich bin verliebt und oh, bei Starbucks gibt's wieder Pumpkin Latte. YOLO! Mit 40 ganz anders. Wenn du mit 40 jemanden fragst, na, wie geht's, da kommt immer sowas wie, mein rechter Hoden ist dick. Meine Frau hat mich verlassen, meine Kinder hassen mich. Und das hier, das ist kein Kaffee, das ist Dornkart. Oh, das tut mir leid. Jan Ulrich. Ich hab das sogar selber gemerkt, dass man einfach andere Themen allmählich hat. Also nicht nur ich, sondern auch mich zusammen mit meinem Mann. Hat der Mann gesagt? Ja. Heißt er mit einem Mann zusammen? Ja. Muss er das nicht erklären? Nein. So, weiter geht's. Die Zeiten sind durch, oder? Gott sei Dank. Gott, uns ist jetzt zum ersten Mal passiert, wir fahren im Auto, kommt uns ein wildfremder Typ entgegen, schreit uns entgegen, schämt euch! Und ich so, weil wir schwul sind? Nein, weil ihr Diesel fahrt! Und bei meinem Mann haben sofort alle Reflexe gegriffen und er schreit zurück so, aber das haben wir uns doch nicht ausgesucht! Doch, Schatz, doch, das sag ich schon. Wie gesagt, man hat andere Themen. Vor 3 Jahren zum Beispiel hatte mein Mann einen Schlaganfall. Die, die in meinem letzten Programm waren, wissen das. Die anderen, schämt euch. Nein, nee, keine Angst, es geht ihm wieder gut, er ist wieder topfit. Wobei, ist jemand von der Krankenkasse hier? Also es geht ihm den Umständen entsprechend. Und die täglichen Massagen sind schon noch sehr wichtig. Für mich. Nein, er ist wirklich wieder topfit. Aber kaum ging es ihnen besser, habe ich auf einmal Probleme gekriegt, weil ich auf einmal Panikattacken bekommen habe. Also wir kennen das vielleicht. Also wie so eine Beziehung, weißt du, so eine Beziehung ist manchmal wie eine Proktologen-Gemeinschaftspraxis. Irgendeiner ist immer im Arsch. Und nein, ich hatte tatsächlich Panikattacken auf einmal, ich weiß nicht, ob schon mal jemand Panikattacken hatte, ich weiß nicht, spricht man nicht so gerne, aber ich sage euch was, ist mir scheißegal. Ist mir mittlerweile scheißegal. Ich bin fest überzeugt, wenn wir alle mal ab und zu öfter drüber reden würden, wenn es uns auch mal nicht so gut geht, dann wird es uns vielleicht seltener nicht so gut gehen. Und ich weiß, es ist gerade heutzutage schwierig, über sowas zu sprechen, weil ne, in Zeiten von Facebook und Instagram du ja immer das Gefühl hast, all deinen Freunden geht's fantastisch und alle sind erfolgreich und alle sehen gut aus. Und aber wie schon ein französischer Philosoph mal gesagt hat, das ist Unsinn. Ich hatte tatsächlich Panikattacken und Panikattacke heißt, du wachst nachts um 4 auf, schweißgebadet, du hast Angst vor allem, du schwitzt am ganzen Körper. Es ist wie Wechseljahre ohne Eierstöcke, es macht gar keinen Sinn wirklich. Was ich geschwitzt habe, Leute, das kannst du dir nicht vorstellen. Mein Bett hätte ein Seepferdchen machen können. Also, ich hatte dann auch auf einmal Probleme, vor Menschen zu sprechen. In meinem Beruf jetzt eher so mittelgünstig. Deswegen, ich stand teilweise in dem Vorhang irgendwie und dachte mir, was soll ich denn jetzt machen? Ich durchgeschwitzt am ganzen Körper und dachte mir, was soll ich jetzt machen? Soll ich rausgehen und soll sagen, hey, mir fällt zwar nichts Lustiges ein, aber wenn ihr Lust habt, könnt ihr auf meiner Glatze ein Spiegelei braten. Wie wäre das denn? Ich war in meinem ganzen Körper durchgeschwitzt. Da hat mir ein Kollege irgendwann geraten, Markus, es gibt doch jetzt dieses Deo gegen Stressschwitzen. Benutzt das doch mal. Habe ich gemacht. End vom Lied. Ich war im ganzen Körper durchgeschwitzt, außer hier. Alles klitschnass, nur hier 2 trockene Flecken. Ich sah aus wie so ein verregneter Parkplatz, auf dem 2 Autos geparkt hatten. Ich war natürlich auch bei einer Therapeutin und so, und die Therapeutin hat sich wirklich bemüht. Aber die Sache ist, die momentane Weltenlage hilft jetzt nicht gerade bei der Bewältigung einer Panikattacke. Die hat dann immer so zu mir gesagt, ach, Herr Bart, Mensch, guck doch mal raus, wie schön die Welt ist, es ist doch alles gut, es gibt doch gar keinen Grund für Panik. Und ich nur so, Donald Trump hat die Atomcodes.
Sie so, ach, das ist doch... Oh. Hat er? Das ist aber so, der hat dann auch, also hat sie irgendwie so gesagt, so, ja, Herr Barth, versuchen Sie doch mal, ob Sie nicht was Positives aus Ihren Panikattacken ziehen könnten. Was soll ich da Positives rausziehen, wenn ich nachts um 3 glühend im Bett liege? Soll ich mich beim AKW Tihange als strahlungsfreier Brennstab bewerben, oder was? Nee, ich habe was anderes gemacht. Ich habe dann einen Post auf meiner Facebook-Seite geschrieben über das Thema Panikattacken. Habe den gepostet und das Lustige war, tausende Menschen haben kommentiert, haben den geliked und haben den geteilt. Und auf einmal merkst du so, oh, ich bin nicht der Einzige. Ich bin weiß Gott nicht der Einzige. Und haben wirklich wahnsinnig viele Menschen geteilt. Und das Problem war, dass dann ganz viele drunter geschrieben haben, oh, das hätte ich nie gedacht. Der wirkt doch immer so selbstsicher, dieser Mario Barth. Und ich musste erst ein bisschen kichern, aber dachte ich mir, das kann ich nicht so stehen lassen. Drunter geschrieben, das hätte ich auch nie von dem gedacht. Alles Gute, Mario. Na, ich hab's ganz gut in den Griff gekriegt. Ich habe unter anderem sehr viel Sport getrieben. Ich bin den ganzen Sommer eigentlich nur Rad gefahren. Guck mal hier, ja, wahnsinnig viel in der Sonne. Ihr seht es vielleicht noch hier. Ich bin brauner als Gauland. Kabarettteil, check. Ich fahre wahnsinnig gern Fahrrad, muss ich sagen, aber ich habe jetzt wieder festgestellt, ich muss mir das jetzt wieder abgewöhnen, weil Fahrradfahren in Köln, das ist nur was, nee, das ist nur was, wenn du mit deinem Leben jetzt nicht mehr so viel vorhast. Nein, wirklich, wenn du so 85 bist, ja, und denkst dir so, ach, war doch schön bis hierher. Warum unnötig in die Länge ziehen? Dann fahr Fahrrad in Köln. Mach's am besten in der Nähe von Melaten, dann hast du es nicht so weit. Wenn du Glück hast, bauen die Kölner gerade unter dir eine neue U-Bahn. Brichst du ein, kannst du gleich liegen bleiben. Es ist toll. Es ist so gefährlich geworden, ich habe schon überlegt, mir einen Fahrradhelm zu kaufen. Ja, aber das Problem ist, du siehst doch immer scheiße aus mit den Dingern, oder? Du siehst immer entweder aus wie so ein Playmobil-Männchen oder wie Michel aus Lönneberger, der seinen Kopf nicht mehr aus der Suppenschüssel kriegt. Ist euch mal aufgefallen, gerade Männer mit Fahrradhelm fahren auch immer und gucken dabei immer, als hätte ihnen Greifvogel auf den Kopf gekackt. Ihr müsst mal beobachten, Männer mit Fahrradhelm fahren immer so, ja, ich weiß, oh, jetzt guck halt auch noch hin. Oh. Meine Theorie ist ja, den Fahrradhelm hat ein extrem dicker, hässlicher, missgünstiger Mensch erfunden, der sich einfach gedacht hat, scheiß Fahrradfahrer. Ich hasse die Fahrradfahrer. Sie sehen immer alle so gut aus und sind so braun gebrannt und dünn und stramme Waden. Ich hasse sie. Ich erfinde irgendwas, womit sie trotzdem alle scheiße aussehen. Da, Fahrradhelm. Reicht noch nicht, dann steckt noch euer Hosenbein da in die Socken rein. So. Fahrradfahren, es ist gar keine Fortbewegungsart. Es ist mehr so eine Sozialstudie, ist mir aufgefallen. Was man beim Fahrradfahren sehr gut beobachten kann, ist, wie Menschen mit Aggressionen umgehen. In Deutschland nicht so gut. Ich bin kürzlich auf dem Radweg gefahren und war scheinbar so einen Millimeter zu weit links. Ja. Auf jeden Fall, ein Typ zieht an mir vorbei, ja, und hat sich voll aufgeregt und kackt mich so an, so. Typischer deutscher Protestlaut. Ja, so. Wir Deutschen, wir können ja eigentlich nur 2 Protestlaute. Ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist. Wir können die besoffene Wildsau, das ist dieses. Oder die Kobra. Nee, wobei, es stimmt nicht. Wir können noch einen. Wir können noch einen dritten. Wir können auch noch den Trabi-Fehlstart. Kennt ihr den Trabi-Fehlstart? Das ist dieses. Jedenfalls, er zieht an mir vorbei, macht die besoffene Wildsau so. Jetzt ratet mal, wen ich an der nächsten Ampel wieder getroffen habe. Und ich konnte es mir auch nicht verkneifen, weil es war eben so peinlich. Ja? Ich meine, es ist auch peinlich. Es ist wie wenn du in den Aufzug pupst und dann steigt noch einer zu. Weißt du? Und er hat sich so geschämt. Ich habe es so ausgekostet, weil ich gesagt habe, nee, Entschuldigung, Sie wollten mir gerade was mitteilen. Was war denn das? Und er so. Nee, jetzt erzählen Sie doch mal. Wir haben doch jetzt Zeit. Gucken Sie mal, ist noch rot. Was wollten Sie mir sagen? Dann wird die Ampel grün, er tritt in die Pedale und schreit Arschloch! Das
Jetzt muss man dazu sagen, Köln hat sehr viele Ampeln. Leute, ich bin mit dem bis nach Düsseldorf gefahren, das war mir scheißegal. Und kürzlich habe ich eine andere Frau gesehen, die war auch auf dem Radweg, ist dann so runter auf die Straße und ein Autofahrer musste ausweichen. Hat sich voll aufgeregt, tierisch aufgeregt, das Fenster runtergemacht, schreit die arme Frau an, schreit, geh auf den Radweg, du Funz! Und sie bleibt stehen und nimmt ihren Helm ab und ich denke mir so, boah, jetzt gibt's Prügel. Jetzt, die verprügelt den jetzt mit ihrem doppelschlitzbelüfteten Uwex-Sicherheitshelm. Und sie nimmt den Helm ab, aber was macht sie? Sie schreit ihm entgegen, es gibt aber laut Straßenverkehrsordnung keine Radwegbenutzungspflicht bei unzureichender Fahrbahnbeschaffenheit! Ich dachte mir nur, das sind die deutschesten Prügel, die ich je gehört habe. Ganz ehrlich. Zweite Stufe meiner Realitätsflucht, ich habe mir ein Gemüsebeet geholt. Ja, weil ich bin jetzt einfach 41 und spätestens mit 40, wisst ihr alle, erscheint dir im Schlaf der Schutzgeist der über 40-Jährigen. Thermakerius, das sprechende Wärmepflaster. Und sagst du dir, Markus, du bist jetzt über 40, aber ich sehe da noch einen Hauch Craziness in deinem Leben. Das geht so nicht. Gehe hin und hol dir entweder ein Gemüsebeet oder einen Thermomix. Aber Thermomix brauche ich nicht, weil ich kann kochen. Da zerfällt das Publikum in zwei Teile. Das ist geil. Das ist geil. Weißt du, das finde ich so geil in Deutschland. Du kannst Witze machen über Allah, über die katholische Kirche, über die AfD. Scheißegal. Aber weh, du sagst was über Thermomix. Da sitzen die ersten schon im Publikum und glotzen sich an und ziehen ihren Vorwerkflunsch. Du hast keine Ahnung. Rühren, mahlen, kneten und waffenfähiges Uran anreichern, das kann nur der Thermomix. Aber du weißt genau, was sie eigentlich sagen wollen ist, ich hab 1200 Euro für den Scheiß ausgegeben, das heißt, ich bin von dir nicht verwiesen. Ja, wie gesagt, wir haben uns ein Gemüsebeet zugelegt und es gibt eine Firma hier in Köln, Ernteglück heißen die, die vermieten Felder so irgendwo draußen vor Weiden irgendwie. Ganz idyllisch zwischen der A1 und der A4. Wenn du die Augen zumachst, hörst du sogar noch das Knattern der Kerben der Kartbahn. Das ist wunderschön. Wie gesagt, Ernteglück und ich will nicht sagen, aber mehr Lügen als in dem Namen Ernteglück stecken höchstens noch in Deutschland sucht den Superstar. So ein Bauer, der hat da ein Riesenfeld und in Parzellen unterteilt und hat dann schon selber was ausgesät. Und Mitte Mai war dann die Übergabe und dann standen mein Mann und ich da mitten im Regen vor 50 Quadratmetern Matsch. Und wir gucken uns beide so an, so... Und jetzt? Und hat mein Mann so eine Hacke genommen irgendwie und hat so das Häckeln angefangen irgendwie so. Und ich so, was machst denn du jetzt da? Er so, ja, ich häckle ein bisschen. Ich so, ja, aber warum? Keine Ahnung, aber die anderen häckeln auch. Hast du da irgendein System? Oder? Nein, jetzt hör auf und häckeln mit, verdammte Scheiße! Aber wirklich, da beide gehäckelt. Und das Geile ist, die Stellen hast du später noch super erkannt, weil das waren die, wo gar nichts gewachsen ist. Unser Feld sah aus, als hätte es kreisrunden Gemüseausfall. Das war... Aber irgendwann wächst dann was und dann haben wir auch sehr schnell die erste Regel der Kleingärtner gelernt. Was gut wächst, ist Unkraut. Das ist wirklich so, wenn du so eine stolze Pflanze mit dickem Stamm und kräftigen Blättern und satten Grün hast, Unkraut. Ein dürrer Halm mit zwei verkrüppelten Blättern, auf den drei Nacktschnecken eine Spring Break Party feiern. Das ist dein Kohlrabi. Das Geile war, jeder musste seinem Feld auch einen Namen geben. Ja, die haben so ein Schildchen irgendwie. Und unser Feld hieß dann zum Beispiel unser Feld. Denn es war unser Feld. Aber unsere Nachbarn, ey, die haben sich Mühe gegeben.
Da kamen Wortspiele, weil jeder Frisiersalon wäre von Neid erblasst. Was hatten wir alles im Vitaminenfeld? Neuseeland. Und natürlich in Köln, unvermeidbar. Viva Kolonia. Meine absoluten Favoriten waren aber unsere direkten Nachbarn, deren Feld hieß die vier fleißigen Bienchen. Oh, die vier fleißigen Bienchen. Freunde, die habe ich schon gehasst, als ich nur das Schild gelesen habe. Die vier fleißigen Bienchen. Da weißt du auch schon, wie es bei Bienchen zu Hause aussieht, oder? Die haben da auch so ein handgetöpfertes Schild an der Tür hängen. Hier hausen Heribert Urte, Raphael Torben und Marie-Christine Bockelmann hereinspaziert. Weißt du doch. Und weißt du, ich habe immer gedacht, das Schlimmste so sind Helikoptereltern. Nein, wir hatten Helikoptergärtner. Kein Scheiß, aber seit ich Kohlrabi habe, bin ich froh, dass ich keine Kinder habe. Ganz im Ernst. Die Schlimmste war echt so das Oberbienchen von den vier fleißigen Bienchen. Ja. Die Erbsenpflanzen waren kaum aus dem Boden, hat sie schon so Rankhilfen in den Boden gerammt, weißt du, so mannshohe Pfähle, Überkreuzer, aus wie in der Landungszone der Alliierten. Jede Salatpflanze hat ihren eigenen Heizstrahler gekriegt. Am Samstagnachmittag haben sie sich getroffen für die Krabbelgruppe vom Babyspinat, das war zum Kotzen. Dann irgendwann stand das Oberbienchen, stand neben unserem Feld und guckt mir so mitleidig zu, wie ich gerade Erbsen ernte und sagt so, bei euch wächst ja doch auch nochmal was. Wir haben ja schon dreimal geerntet. Ich dachte mir, oh Gott, wo ist eigentlich das Bienensterben, wenn man es mal braucht? Aber irgendwann haben wir dann auch was geerntet, tatsächlich, wir haben Kohlrabi geerntet. Und das ist schon ein erhebendes Gefühl, weißt du, du stehst da und guckst den an und denkst dir so, das hab ich, guck mal. Scheiß, du hast beim Wachsen zugeguckt. Nein, das habe ich, guck mal. Und dann siehst du das Ding so aus dem Boot und ich habe es dann hochgehalten, damit es alle sehen können. Ich habe es, jeder hat es gesehen. Meine Mitgärtner haben ihr Knie gebeugt. Und das Haupt gesenkt. Junge Mütter halten mir ihre frisch geborenen Kinder entgegen. Und ja, ich habe sie gesegnet. Kohlgewächs Christi. Kohlgewächs. Und dann, du willst natürlich wissen, wie schmeckt's. Ja, ich hab's noch auf dem Feld, habe ich den Kohlrabi geschält. Ich hab ihn geschält und hab ihn genommen, hab reingebissen und dann so. Man möchte so, und wie schmeckt's? Und ich so, das schmeckt scheiße. Das ist total holzig. Das haben wir da angepflanzt. Und mein Mann so, ach komm, nee, dann machen wir was Schönes draus. Ich, was willst du da Schönes draus machen? Willst du einen Riemenschneideraltar schnitzen oder was? Aber mein Mann hat das Ding genommen, geschält, ausgehöhlt, zipptopp, Fahrradhelme, fantastisch. Also, und dann kam die letzte Stufe unserer Realitätsflucht oder meiner Realitätsflucht. Wir haben uns ein halbes Jahr freigenommen und sind durch die Welt gereist. Falls ihr jetzt fragt, von welchem Geld, sage ich nur, kein Thermomix. mein Bankberater hat auch ein bisschen sparsam geguckt, muss ich sagen. Ich war, Herr Barth, wie wollen Sie das denn finanzieren? Und ich so, ach, mache ich einfach noch zweimal das Olympiastadion voll. Hat auch Vorteile, wenn man immer verwechselt wird. Ich habe mich über mich selber gewundert, weil ich bin echt ein sehr sicherheitsbewusster Mensch. Meine Eltern waren beide Finanzbeamte. Das ist kein Scheiß. 40 Jahre lang im Finanzamt gearbeitet. Ich habe meine ersten Kinderbilder auf eine Anlage N gemalt. Meine Schultüte war ein gerollter Bausparvertrag. Sehr sicherheitsbewusst. Da habe ich gedacht, wir ziehen das jetzt einfach mal durch. Wir waren erst 6 Wochen in Südamerika und dann sind wir durch Europa gefahren, weil wir mal raus wollten aus unserer Filterblase. Wir wollten mal echte Menschen kennenlernen. Und ganz ehrlich, du lernst nie so echte Menschen kennen wie auf dem Campingplatz. Wir sind dann mit dem Wohnmobil rumgefahren und es war fantastisch. Gleich erster Abend in Bayern, Campingplatz. Die Besitzerin zeigt uns unseren Stellplatz. Wir stellen uns da hin und du hast schon die ganze Zeit gemerkt, sie ist sehr neugierig. Sie möchte wissen, was mit uns los ist. Ja. Und dann irgendwann bricht es aus ihr raus und sie sagt so, ich hätte jetzt mal eine Frage. Ihr zwei, seid ihr, ja bitte, seid ihr ein Paar? Ich so, ja, wir sind ein Paar.
Sie, wie aus der Pistole geschossen. Ach, wir haben hier auch ganz viele. Ganz viele was? Ja, ganz viele. Ganz viele. Also, ganz viele. Titipupu, na dann. Sind wir weitergefahren am Plattensee und gleich am ersten Abend auf dem Campingplatz im Plattensee haben wir Herbert aus Garpen kennengelernt. Herbert aus Garpen hat mir gleich sofort erzählt, ich fahre seit 20 Jahren hierher, ich war noch nie im Wasser. Okay, Herbert, kommst du, weil die Landschaft hier so schön ist? Nö, ich bleib eigentlich immer hier auf dem Platz. Okay, magst du das ungarische Essen so gern, Herbert? So, nö, ich grille ja eigentlich immer selber. Haben mir die Würstchen aus Garpen mitgebracht. Ich so gesagt, Herbert, jetzt, nimm es nicht übel, aber warum stellst du deinen Karawan nicht einfach in Garpen auf die Garagenauffahrt und legst dich da 2 Wochen rein? Guckt er mich an und sagt, was wäre denn das für ein Urlaub? Aber er hat es auch nicht leicht gehabt. Herbert aus Garpen hat es nicht leicht. Seine Frau Moni, starke Raucherin, den ganzen Tag eine nach der anderen weggequarzt. Eine nach der anderen durchgezogen. Abends sitzt sie in dem Liegestuhl. Herbert steht am Grill und sie schreit ihm entgegen. Herbert! Herbert, lass die Steaks nicht so lange auf dem Grill. Das ist krebserregend. Geil ist, wir waren 5 Tage am Plattensee, ja, und Moni saß den ganzen Tag da, die hat nicht ein Wort mit uns geredet in den 5 Tagen. Sie saß den ganzen Tag in dem Liegestuhl, hat sich schön die Liebfrauenmilch aus dem Tetrapack reingezogen, ganz heiße Scheiß. Am 5. Tag abends kommt sie zu meinem Mann und mir, wankt zu uns und sagt so, ich muss euch mal was sagen. Ich schon so, oh, naja, schieß los, Moni. Ich mag euch. So, okay, das ist schön. Aber eins muss ich mal fragen. Warum seid ihr 2 schwul? Das macht doch gar keinen Sinn. Ihr seht doch ganz passabel aus. Das ist doch voll die Materialverschwendung. Ich sag, Moni, was soll ich machen? Wir sind halt einfach Titipupu. Aber ich kann es jedem nur empfehlen, weil gerade wenn man so seine Klischees mal überprüfen will, ist es geil, einfach mal durch Europa zu fahren und so Campingplätze zu sehen. Ein Beispiel zum Beispiel. Italien war nie so mein Land. Ich bin da nicht stolz drauf. Aber es war einfach so, ich war immer so ein bisschen, Italiener, weiß ich nicht so richtig. Der einzige Italiener, den ich mochte, das war mein Lieblingspizzabäcker. Und als er irgendwann aus der Küche rauskam, habe ich gemerkt, oh scheiße, ist ein Inder. Ich habe auch die Sprache Italienisch, ich spreche kein Italienisch und das ist einfach nicht so meine Sprache. Weißt du, das ist immer dieses Klingt für mich immer, wie wenn du einen Eimer Brot in den Ententeich wirfst. Aber dann sind wir nach Italien gefahren und ich muss sagen, wir haben geile Leute da getroffen. Gleich am ersten Abend an der Adria auf dem Campingplatz, neben uns italienisches Pärchen. Und direkt am ersten Abend hatten die einen Ehekrach im Zelt. Und jetzt muss man ja mal sagen, ja, so eine Zeltwand ist ja nicht direkt eine Wand. Du hörst alles. Es ging den ganzen Abend so. Wow, 4 Stunden. Aber dann kommen die beiden aus dem Zelt und tun so, als wäre nichts gewesen. Gehen Arm in Arm über den Zeltplatz, so Buenasera, amore, baci, amore, buenasera. Gehen wieder ins Zelt. Was ist denn das für eine scheiß Idee, Ehekrach im Zelt, Entschuldigung. Bei einem Ehekrach willst du auch mal eine Tür zuschmeißen können. Du willst doch sagen können, ich hasse dich, will dich nie wieder sehen. Bam! Müssen das im Zelt machen. Ich hasse dich, will dich nie wieder sehen. Zzzz.
Aber wie gesagt, ich wollte meine Klischees überprüfen und es hat sich gelohnt, es hat funktioniert, weil es ist lustig, weil wir sind durch die Gegend gefahren und die Italiener waren alle unfassbar nett zu uns, unfassbar, überall. Und ich war anfangs echt sauer, weil ich mir gedacht habe, hört auf, bringt mein ganzes Klischee durcheinander. Bin jetzt 41, will mich nicht mehr von Fakten verwirren lassen. Freundliche Italiener, was kommt denn als nächstes? Franzosen mit Fremdsprachenkenntnissen oder was? Und dann waren wir in Apulien, fahren auf einen Parkplatz, kommt sofort ein freundlicher Parkwächter, sagt, kostet 3 Euro und ich gebe ihm 50-Euro-Schein. Und wir plaudern noch ein bisschen auf Deutsch. Er schwärmt mir total vor von Deutschland, wie toll er die Deutschen auch findet und so weiter. Und dann geht er weg, um Wechselgeld zu holen. Ja. Etwas erfahrenere Italien-Urlauber wissen vielleicht schon, wie es weitergeht. Der Typ kam nie wieder. Mein Wechselgeld auch nicht. Parkschein hatte ich auch keinen. Und ein freundlicher italienischer Polizist hat mir dann erklärt, dass es hier gar keine Parkwächter gibt. Und er hat sich tausendmal entschuldigt, es war ihm total unangenehm, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich die ganze Zeit nur gedacht, yes, es sind doch Verbrecher! Aber es war eine tolle Zeit, wirklich. Und wisst ihr, was ich schade fand nach dieser Reise, dass mir so aufgefallen ist, dass uns allen die Begeisterung für Europa komplett abhanden gekommen ist. Ich finde das so traurig tatsächlich, dass wir das nicht mehr schaffen, uns für Europa zu begeistern. Guck mal, das letzte Mal, dass wir uns alle wirklich für Europa begeistert haben, die Deutschen vor allem, wisst ihr, wann das war? Als die Roaming-Gebühren abgeschafft wurden. Das ist ein bisschen traurig, oder? Und im Ausland ist ja nicht anders, guck mal, deswegen wählen sie doch irgendwie die FPÖ oder Salvini oder Orban. Und ich finde es wirklich traurig, weil guck mal, ich bin 4 Monate durch Europa gefahren. Ich musste nicht einmal meinen Ausweis vorzeigen. Nicht einmal. Gut, jetzt wenn manche sagen, hat mein Opa auf dem Weg nach Stalingrad auch nicht gemacht. Aber ihr wisst, was ich meine. Und wisst ihr, allein die Idee, dass da ein Kontinent ist, dessen Länder jahrhundertelang nichts anderes gemacht haben, als sich gegenseitig in Schutt und Asche zu legen, dass diese Länder das einfach seit knapp 80 Jahren nicht mehr machen, ist für mich ein kleines Wunder. Und deswegen finde ich einfach, wir sollten Europa nicht den Arschlöchern überlassen. Dankeschön, machen eine kleine Pause. Ciao. Da sind wir wieder. Ich freue mich jetzt schon ein bisschen drauf, wenn nach der Show Menschen zu mir kommen und Feedback geben. Ich mag das sehr gerne. Kürzlich bin ich aufgetreten im Quatschclub in Berlin und habe dort die Nummer über den Thermomix gemacht. Und danach kam eine Frau zu mir und hat gesagt, also Herr Barth, ich muss jetzt mal sagen, das war schon alles sehr lustig und so, aber ich muss Ihnen mal sagen, ich würde mich in meinem Leben von allem trennen. Ich könnte auf alles verzichten, aber nicht den Thermomix. Jetzt muss man dazu sagen, neben ihr stand ihr Mann und ihre beiden Kinder. Und der Mann auch sofort so, Schatz. Und sie sieht ihn so und sagt so, ach so, ja, Entschuldigung, und mein Kirschkernkissen, das ist natürlich auch das. Nochmal Thema Panikattacken. Ist schon mal jemand mit Flybe geflogen? Nein, kennt ihr Flybe? Wer Flybe nicht kennt, Flybe ist die schäbigste Airline der Welt. Das kann, wenn du Flybe fliegst, ziehen sogar Ryanair-Kunden ihre Kinder von dir weg. Das ist, ich habe das gehört, wir sind von Düsseldorf nach Birmingham geflogen irgendwie mit Flybe. Und ich habe wirklich gehört, wie Leute sagen, so geh da nicht hin, geh da nicht hin. Torben Raphael, das ist Unterschicht. Die haben bestimmt Skorbut. Flybe ist so schäbig, wenn du in dein Flugzeug willst, bist am Flughafen, willst in dein Flugzeug, du kriegst ja keine Gangway. Du kriegst auch keinen Bus oder so. Nein, du musst zu dem Flugzeug laufen. Wir sind über den ganzen Flughafen gelaufen, bis wir dann vor dem Flugzeug standen. Und wenn du den Flieger dann siehst, dann denkst du dir, oh, vielleicht laufe ich den Rest doch auch noch. Leute, wir hatten eine Propellermaschine. Ich wusste überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Propellermaschine nach England, es ist 2018. Das ist wie wenn du bei Sixt ein Auto mietest und der Typ kommt dann mit so einer Draisine angeöttelt, weißt du? Hier ist sogar emissionsfrei, bitteschön. Eine Propellermaschine, wenn ich Propellermaschinen sehe, dann warte ich immer drauf, dass mir jemand auch noch so eine Fliegerbrille austeilt. So ein 20er-Jahre-Schnauzer anklebt.
dass aus dem Off noch so eine Stimme ertönt. Hier sind sie, die mutigen Flow-Pioniere. Sie brechen auf zu ihrem lustigen Abenteuer über dem Ärmelkanal. Und als ich dann vor dem Flieger stand, habe ich zum ersten Mal den Slogan von Flybe gesehen. Kennt den zufällig irgendjemand? Der Slogan von Flybe? Nein, ich sag's euch. Slogan von Flybe ist Flybe, faster than rail or road. Ich übersetze das mal. Flybe, schneller als Zug oder Auto. Und ich stand so davor und dachte mir, ja, das hoffe ich. Nein, aber ein Flugzeug, das nicht schneller ist als Rail or Road, stürzt ab. Was ist das für eine Werbung? Es gibt auch keine Werbung. Apple Computer, schneller als Kopfrechnen. Durex Kondome, sicherer als ohne. Was ist das? Und das war noch vor dem Flieger. Schlimm wurde es dann, als wir wirklich drin waren. Ich meine, ich bin jetzt echt, ich habe wirklich keine langen Beine. Aber in dem Flieger wusste sogar ich nicht, wohin mit meinen Knien. Ich saß da drin und habe irgendwie die Beine so nach hinten sofort ein Selfie für meinen Arzt gemacht. Guck mal, geht noch, kein Hirntumor. Und wir hatten so eine Stewardess, das war so 2 Meter russisches Mann-Vibe. Die konnte da drin überhaupt nicht aufrecht gehen. Die ist, ich hatte immer so den Kopf eingezogen, ist mal so durch die Duty Free Shopping. Duty Free Shopping. Du, das ist aus wie bei The Walking Dead, weil es so. Du, David. Und dann kommt sie irgendwann an meinen Platz und ich sag so zu ihr: Entschuldigung, ich hätte gerne ein Bier. Und sie so: Das hätte ich auch gerne. Du, David. Du, David. Oh, apropos Russin, auf dem Rückweg hatten wir am Check-in-Schalter eine Russin hinter uns, die war scheinbar auf Weltreise und die hatte so ein Souvenir-T-Shirt an, mit so einer Inselgruppe drauf, ne? Und da oben drüber stand Unexplored Paradise. Also nicht, dass ich da ein Fachmann wäre, aber ich finde es jetzt als Frau schon nicht so sinnvoll, wenn quer über deinen Brüsten steht, unerforschtes Paradies. Weißt du, ich ziehe auch keine Unterhose an, wo drauf steht, streichelt so Lüneburg oder so. Aber ist egal, sie hatte dieses T-Shirt an mit dieser Inselgruppe und so. Und jetzt muss man dazu sagen, mein Mann und ich, wir sind geografisch interessiert. Und ich wusste nicht, was das für eine Inselgruppe ist. Das hieß irgendwie Mahuya Island. So. Ich hatte es noch nie gehört. Ja. Und dann waren es auch so Landmassen da abgebildet und so. Und mein Mann und ich, wir stehen dabei, da am Check-in-Schalter und gucken so und sind die ganze Zeit am Rätseln. Und so. Und ich sag so, das da drüben, das könnte Australien sein hier. Und mein Mann auch so, ja, oder hier die Westküste Amerikas. Man weiß nicht genau. Aber wo soll das sein? Was ist das? Und irgendwann wird mir bewusst, dass wir der Frau seit 15 Minuten auf die Brüste starren. Und es wurde nicht nur mir bewusst, es wurde auch ihrem Mann bewusst. Guckt uns an, so. Bis auf eine russische Wildsau. So. Und ich wollte es noch retten und sag zu ihm so: Oh, nee, oh, Entschuldigung, nee, 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 wir sind schwul. Immer ein guter Satz bei Russen. Hört man ja ganz oft, dass ein Russe sagt: Ach, ihr seid schwul. Na dann lasst euch drücken. Unser Präsident ist auch schwul. Bitte Putin, oder habt ihr mal die Pressefotos gesehen? Ich habe Putin mittlerweile öfter oben ohne gesehen als meinen Mann, Entschuldigung. Und dann hat mein Mann noch einen Versuch gemacht und wollte es retten und hat so zu der Frau gesagt, und gesagt, nee, Entschuldigung, wir wollten nur wissen, wo das liegt. Und sie war so geil, weil sie nur gesagt hat, tiefer als vor 20 Jahren. Ich hatte den Flug bei Booking.com gebucht. Hat schon mal jemand bei Booking.com gebucht? Leute, wer das nicht kennt, das ist die stressigste Internetseite der Welt.
Da ist mir wieder bewusst geworden, die machen Sachen, das kannst du nur im Internet machen. Das würde mir uns echten Lieben nie gefallen. Weißt du, wenn du bei Booking.com auf die Seite gehst, du bist kaum drauf, ploppen 1000 Fenster auf. Und es gehen irgendwie, sie interessieren sich für Italien, 20 andere Kunden interessieren sich für Italien. Italien ist heute sehr beliebt. Italien hat eine Weiterempfehlungsrate von 98%. Italien, Italien, buchen Sie jetzt Italien. Och, tut mir leid, Italien ist voll. Das kannst du nur im Netz machen. Das würden wir uns im echten Leben nie, würden wir das nie mitmachen. Guck mal, stell dir mal vor, mein Metzger würde genauso arbeiten wie Booking.com. Stell dir mal vor, du gehst in die Metzgerei, machst die Tür auf und der Metzger sagt, guten Tag, Sie interessieren sich für Wurst. Nee, ich möchte einfach 2 Kilo Gulasch. 25 andere Kunden interessieren sich für Gulasch. Ist kein Mensch hier. Jetzt schon 26. Ich so, ja, okay, dann kriege ich dann jetzt bitte 2 Kilo. Präzisieren Sie Ihre Gulaschanfrage, um bessere Gulaschergebnisse zu erzielen. Folgende Filter stehen Ihnen zur Verfügung. Große Brocken, kleine Brocken, mittlere Brocken. Fleischfarbenes Fleisch, Regenbogenfleisch. Fleischhaltiges Fleisch, fleischreduziertes Fleisch, veganes Fleisch. Bitte, ich möchte einfach bitte 2 Kilo Gulasch. Kriege ich die jetzt? Na gut. 10 Euro, stimmt das? Schade, die Preise haben sich geändert. 58.000 Euro. Hier, nehmen Sie diesen Keks. Warum? Wir platzieren jetzt Cookies. So weit wird's kommen. War spannend, als wir zurückkamen, weil du merkst sofort irgendwie die Dinge, die sich verändert haben. Weißt, wenn du so ein halbes Jahr oder sagen wir mal 4 Monate auf dem Campingplatz unterwegs bist, manche Dinge sind dir einfach nicht mehr so wichtig. Klamotten. Also zu Hause denkst du jeden Tag, oh, was zieh ich heute für ein T-Shirt an? Auf dem Campingplatz denkst du, oh, habe ich überhaupt noch eins? Campingplatz ist mehr so die Devise, ja, das T-Shirt riecht streng, aber es hält auch wilde Tiere fern. Ich wusste immer, dass ich was machen muss, wenn mein Mann zu mir gesagt hat, Markus, bitte, dein Hemd muss dringend gewaschen werden, stell es bitte vors Auto. Lieber nicht, gestern ist jemand über meine Socken gestolpert. Auch so Körperpflege, du wirst echt entspannter, weißt du, wenn du hier losfährst aus Köln, irgendwie, da fährst du los mit deinem Mikrofaser-Peeling-Schwamm mit Davidoff-Duschgel. Nach 4 Wochen auf dem Campingplatz nimmst du zum Duschen irgendwie Spülmittel auf Moos. Aber ich habe schnell gemerkt, dass ich wieder mich umstellen muss, weil wir kamen zurück und ich bin direkt in Hamburg in ein Museum reingegangen und die Frau an der Kasse guckt mich ganz entsetzt an und sagt so, haben Sie denn irgendeine Art von Ermäßigung? Nee, wieso? Arbeitslos? Nee. Student? Nein. Dann sagt sie so, oh Mann, oh, da muss ich den vollen Preis berechnen. Ja, das tut mir jetzt auch irgendwie leid, aber wie viel ist es denn? 5 Euro! In dem Moment dachte ich mir, Alter, wie abgerockt sehe ich eigentlich aus? Und ich hole meinen 5 aus der Tasche, in dem Moment sagt sie ihren besten Satz, ach, warten Sie mal, ich mache sie auf behindert. So geil, wenn du da wiederkommst, du nimmst ganz andere Dinge wahr, so Sachen fallen dir auf, die dir noch nie aufgefallen sind. Wir kamen zurück nach Köln, ich bin sofort in mein Lieblings-Sushi-Restaurant gegangen und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass die im Eingangsbereich ein Aquarium stehen haben. Mit lebenden Fischen. Und ganz ehrlich, ich finde es nicht der beste Empfang im Sushi-Restaurant. Du hast sofort ein schlechtes Gewissen. Die Fische haben mich auch alle voll vorwurfsvoll angeguckt. Guck in diesen scheiß Aquarium und alle Fische so... Na, Hauptsache, du hast Spaß. Ein Fisch war so voll entsetzt, guckt mich an so, hast du meinen Bruder gesehen? Rüdiger, wo ist Rüdiger? Was willst du denn machen? Sollst du dich hinsetzen an deinen Tisch, dein Sashimi hochhalten und sagen, ich habe ihn gefunden, was gemacht hast du? Ist wie wenn du zu Kentucky Fried Chicken gehst, du wirst von einem Huhn bedient. Sie wünschen Bock, Bock. Ich hätte gern die Chicken. Chicken was? Nur die Pommes, danke. Aber auch tolle Veränderungen sind mir aufgefallen. Zum Beispiel in Köln haben wir jetzt ganz viele Unverpackt-Läden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt. Unverpackt-Läden, kennt ihr das? Wo man so Lebensmittel unverpackt kaufen kann. Tolle Sache. Meine Freunde alle voll so voll umständlich, finde ich überhaupt nicht. Ich war jetzt schon ein paar Mal drin. Ich habe dann immer so eine dicke Rolle Plastiktüten dabei.
Gut, die sind sehr dünn, dann nimmst du halt einfach zwei immer. Dann Schleifchen Alufolie drauf, kannst du sogar verschenken, das ist toll. Ist wirklich. Und natürlich beim Thema Ernährung, da ist sehr viel passiert. Das ist mir sofort wieder aufgefallen. Thema Ernährung und wenig Gutes. Weißt du, weil ich habe immer gedacht, so beim Essen irgendwie, da geht es um Geschmack oder um Inhaltsstoffe. Ne, es geht nur noch um geilen Namen. Guck mal, Rucola. Früher hieß das Rauke, das war ein Unkraut. Das hat meine Oma aus dem Salatbeet rausgezogen. Heute Rucola. Hoch sind wir italienisch. Quack, quack, quack. Rucola, da trinkt man noch ein Prosecco dazu. Porridge. Porridge. Früher Haferschleim, eine Bestrafung für Kinder. Heute Porridge, eine Belohnung für Hipster. Was ist passiert? Was ist passiert? Oder Overnight Oats. Habt ihr das mal gehört? Overnight Oats. Das ist jetzt in jeder Frauenzeitung. Ich weiß nicht, woher ich es weiß. Overnight Oats, das sind eingelegte Haferflocken. Ich habe erst gedacht, es wäre ein Fernbus. Herzlich willkommen hier im Overnight Oat. Auf der Fahrt nach Haferschleim. Und natürlich Himalaya-Salz. Wer hat Himalaya-Salz im Schrank? Bitte mal Hand hoch. Wer hat Himalaya-Salz? Ganz ehrlich. Die Thermomix-Besitzer, sagen wir es mal, wie es ist. Himalaya-Salz, es klingt doch auch so gut, oder? Es klingt doch auch so Himalaya-Salz. Haben wir sofort so kleine tibetanische Mönche im Kopf, die mit ihren kleinen tibetanischen Fingern gewaltfrei Salzkristalle aus dem Himalaya rauskratzen, oder? Problem ist, es gibt ein kleines Problem mit Himalaya-Salz. Es kommt nicht aus dem Himalaya. Ich habe das mal recherchiert. Tatsächlich, Himalaya-Salz kommt aus einer riesigen Salzmine in Pakistan, die 200 Kilometer vom Himalaya entfernt ist. Das ist wie wenn du in Bielefeld auf der Weide ein Schaf klaust und es dann als original Lüneburger Heidschnucke verkaufst. Und übrigens, die rote Farbe im Himalaya-Salz, wisst ihr, was das ist? Das ist Rost. Wir kaufen 10 Euro das Kilo rostiges Salz. Im Endeffekt könntest du auch einen Nagel aus der Wand ziehen und könntest sagen, mein Himalaya-Lolli. Oder kennt ihr diese fiese Brühe im Biomülleimer, die sich unten immer sammelt? Dieses grün-braune, stinkende, heute grüner Smoothie, 4,50 Euro. Wahnsinn! Wahnsinn! Was passiert? Du traust dir ja schon gar nicht mehr einfach nur was zu essen, weil es gut schmeckt. Guck mal, ich bin kürzlich mit der Bahn gefahren und ich hatte mir ein Brot mitgenommen mit französischem Rotschmierkäse. Ja, ich weiß, ist asozial, aber ich habe gedacht, er wäre gut verpackt. War er nicht. Und wisst ihr, woran ich es gemerkt habe? Weil früher oder später alle Familien im Abteil ihr Kleinkind hochgehalten haben. Ja. Der ist es nicht, hör mal. Oma, komm mal her. Das ist ja der geilste Move bei Eltern, dieses... Ich warte immer darauf, dass sie noch so schwenken, so, mein guter Jahrgang. Das ist ein Kind und keine Flasche Dom Perignon, verdammt, mein guter Jahrgang. Und was mir auch aufgefallen ist, die Sache mit den Serien ist komplett aus den Fugen geraten, oder? Kann das sein? Das ist unfassbar. Jeder guckt Serien, jeder muss Serien gucken. Und so. Du wirst ja schon komisch angeguckt, wenn du als Paar keine gemeinsame Serie hast. Das ist wirklich, Freunde von uns haben sofort gefragt, und was guckt ihr momentan so zusammen? Und ich so, du, nix. Und alle so, oh. Ich so, nee, du hast es falsch verstanden. Wir unterhalten uns ganz viel. Oh. Ich finde es aber auch schwierig, als Paar eine gemeinsame Serie zu finden. Ich finde es wirklich schwierig. Weil ich meine, weißt du, nur ein Beispiel, ich liebe Gruselserien, ja? Walking Dead, Penny Dreadful, finde ich großartig. So. Mein Mann hasst Gruselserien. Das heißt, ich kann die nur gucken, wenn er nicht bei mir ist. Jetzt bin ich immer in der Zwickmühle. Weil ich freue mich natürlich, wenn er bei mir ist. Ich würde aber auch echt gern meine Serie weiter gucken. Jetzt erwische ich mich schon selber, wie ich mit ihm auf der Couch sitze und dann auf einmal sage so, na, hat da jemand kleine Augen? Hm? Aber jemand ganz kleine Augen. Hm? Muss da jemand ins Bett? Hm? Markus, es ist 2 Uhr nachmittags. Warum soll ich ins Bett? Hat da jemand gegähnt?
Immerhin, wir haben es geschafft, wir haben eine Serie gefunden, wir gucken Game of Thrones. Haben wir Fans hier? Game of Thrones-Fan? Ja. Game of Thrones, wer es nicht kennt, Lügen, Intrigen, Inzest, genau die richtige Serie für Paare, wenn du mich fragst. Es gibt nur ein Problem beim Game of Thrones gucken, gerade wenn dein Partner nicht so oft mitguckt wie du. Es gibt einen Satz, den ich nicht mehr hören kann, dass dieses... Wer ist er nochmal? Tyrion Lannister, Schatz. Ah ja. Wer ist er nochmal? Varys, Schatz, das war Varys. Ah ja. Wer ist sie nochmal? Cersei Lannister. Die mag ich. Du magst Cersei Lannister? Niemand mag Cersei Lannister. Doch, die hat doch damals die Sache mit dem Pfaffen ganz pfiffig gelöst. Schatz, sie hat den Pfaffen, die Kathedrale und die halbe Stadt in die Luft gejagt. Das ist doch nicht pfiffig. Aber gelöst. Falls irgendjemand von euch kein Game of Thrones guckt, alles das gerade war wahnsinnig lustig. Es gibt nur eine Sache bei Game of Thrones, die ich nicht leiden kann. Das sind diese immer zufällig im richtigen Moment vorbeikommenden Drachen. Das ist einfach aufgefallen, irgendjemand bei Game of Thrones ist so richtig in der Scheiße. Es läuft alles schief. Zufällig kommt ein Drache vorbei. Genau im richtigen, rettet alle. Das ist viel zu unwahrscheinlich, weil es kommt nie ein Drache einfach mal so vorbei. Das finde ich geil. Weißt du, so Tyrion Slow und Tyrion Lannister und Jon Snow laufen da und unterhalten sich und auf einmal von der Seite so. Und die beiden so, also, sag mal, sind wir in einer bedrohlichen Situation? Nö. Warum kommt dann der Drache jetzt vorbei? Ich weiß es auch nicht. Soll ich mal fragen? Ja, frag mal. Der Gag ist nicht stark genug, wir können ihn nicht noch in Länge ziehen. Okay, ich frage ihn mal. Nee, der was. Ich frage ihn mal. Drache, was machst denn du hier? Und der Drache so, arr, 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 arr. Jemand ein Flugtaxi? Richtig spannend war es, als wir zum ersten Mal wieder in unsere Wohnung gegangen sind. Weil, als wir weg waren, hat ein Student da gewohnt, wir haben das untervermietet. Und es war super, wirklich, wir mussten nur einmal durchkehren, einmal durchwischen und alle Pflanzen wegschmeißen. Nein, es war unsere Schuld. Wir haben einfach vergessen, ihm zu sagen, dass Pflanzen Wasser brauchen. Ja, ey, woher soll das wissen? Als Biologiestudent. Und... Aber ich war fast froh, ich war fast dankbar. Weil sonst haben immer unsere Nachbarn auf unsere Pflanzen aufgepasst und die haben so einen grünen Daumen. Das ist scheiße. Das, weißt du, wie scheiße ist, wenn du nach Hause kommst und merkst, deinen Pflanzen geht's ohne dich viel besser als mit dir? Das wirklich, ich bin immer aus der Tür rausgegangen, meine Pflanzen so, yeah, blüh, 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 gedeih, vermehr, blüh. Dann kommst du nach zwei Wochen Urlaub zurück, machst die Tür auf und die Pflanzen so, blüh, blüh, blüh. Oh, scheiße. Jungs, er ist zurück. Welk. Aber nicht nur das, wir mussten auch ganz viele Sachen nachkaufen, weil wir sind jetzt 10 Jahre in der Wohnung. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn du 10 Jahre in deiner Wohnung bist, geht alles kaputt. Also wirklich, innerhalb von 4 Wochen haben sie die Waschmaschine, die Spülmaschine und der Herd verabschiedet. Ich habe irgendwie gedacht, was ist denn los mit euch? Sag mal, habt ihr eine Verabredung am Wertstoffhof oder was? Ist da irgendwie Ü10-Party für Weißgeräte oder was? Dann habe ich eine neue Waschmaschine gekauft von Siemens und ich war total unzufrieden, weil die Wäsche ist total ausgebleicht und hat gestunken. Und dann habe ich bei Siemens in Erlangen angerufen. Das müsst ihr mal machen. Denn bei Siemens in Erlangen haben sie fränkische Kundenberaterinnen. Und ich komme aus Franken, ich bin trotzdem aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Ich habe die angerufen und ihre erste Frage war so, ja, Herr Barth, jetzt muss ich erst einmal fragen, was für ein Programm nehmen Sie denn immer so? Ich so, ja, hier dieses Bio-Öko-Baumwoll-Programm. Sie sofort, ja, sind Sie verrückt? Das dauert ja 3 Stunden. Da liegt die Wäsche ja 3 Stunden in der Brühe. Meinen Sie, das ist gut oder was? Ich so, nee, aber das ist doch da auf Ihrer Waschmaschine drauf. Ja, das müssen wir draufschreiben, sonst können wir es nicht Öko nennen. Aha, ja, dann mache ich halt das Powerwash-Programm, das dauert nur 1 Stunde. Ja, aber Herr Barth, Power? Power, da wird die Wäsche stundenlang durch die Gegend gebumst.
meinen Sie, das ist besser? Ich so, naja, ich will halt einfach ökologisch waschen. Und sie, ich will. So, dann hat es mir echt gereicht. Ich habe gesagt, ja, aber Sie haben diese Waschmaschine doch programmiert. Und sie, ich bin froh, wenn ich mein Telefon bedienen kann. So richtig schlimm wird es aber erst, wenn du den ersten Handwerker in die Wohnung lässt. Weil ich muss jetzt mal dazu sagen, wir wohnen im 5. Stock, wir haben keinen Aufzug. Und ich weiß, es ist scheiße, aber ich habe die Schwerkraft nicht erfunden. Der erste Handwerker kommt bei uns in die Wohnung, klassisches Zitat, immer so, oh, das ist aber hoch, ne? Ja, das ist hoch, das stimmt. Oh, und jetzt muss ich ja gleich nochmal runter, ne? So, ja, das, wenn Sie nicht alles mitgebracht haben, dann müssen Sie jetzt wahrscheinlich nochmal runter. Und dann muss ich ja wieder hoch, ne? Und dann kam meine Lieblingsfrage, gehen Sie das jeden Tag? Was sagst du da? Was sagst du? Ich habe natürlich gesagt, nee, nein. Sie haben sich ja bestimmt schon gedacht, ich bin als Kind aus einem Heißluftballon hier auf den Balkon gefallen und wurde von Turmfalken großgezogen. Mein absoluter Lieblingstechniker war aber ein Elektriker. Ich hatte ihn gerufen und er kam ewig nicht. Habe ich ihn angerufen, hat er gesagt, ja, ich war da, hat keiner aufgemacht. Da habe ich gesagt, Sie wissen, was Sie reparieren sollten, oder? Ja, die Klingel. Oh. Und dann haben wir uns noch ein neues Sofa gekauft. Von welchem Geld? Kein Thermomix. Und das Geile war, der Verkäufer, ich war mit meinem Mann in dem Laden, und der Verkäufer guckt uns an und sagt dann so, übrigens, Leder würde ich nicht nehmen. Wenn man sich da im Sommer mal nackt drauf flätzt, das ist ganz unangenehm. So, alles klar. Danke. Nehmen wir Stoff. Ja, ja. Nehmen Sie den Stoff hier, den können Sie auch waschen. Da gehen wirklich alle Flecken raus. Also wirklich alle. Alle Flecken. Alles klar. Das ist schön. Ja. Und dann sagt er so, ja, und übrigens, normale Jeansnieten machen dem Stoff auch nichts. Also, wenn Sie sich jetzt natürlich mal mit so einem Gürtel, mit so Metalldornen draufsetzen, das wäre schwierig. Ich sage, entschuldigen jetzt, was glauben Sie eigentlich, was wir auf unserer Couch machen? Also, das tut mir leid, ich dachte nur, weil Sie sind doch der Tipopu. Und dann war es ihm total peinlich, hat sich tausendmal entschuldigt. Ich habe gesagt, nee, ist kein Problem, ist alles schon in Ordnung. Aber eine Frage hätte ich noch. Gangbang Party zu 8, geht das auf dem Sofa? Das Lustige war, dass ich den Eindruck hatte, als wir wiederkamen, weil wir kamen total entspannt zurück und ich hatte das Gefühl, dass die Leute auf einmal noch verwirrter sind, dass die Welt noch seltsamer ist, die Leute noch mehr abdrehen. Gutmensch ist auf einmal ein Stimmwort geworden. Gutmensch, gut, das macht natürlich Sinn, ja. Wir erinnern uns alle an die vielen Kriege und Konflikte, die von Gutmenschen und Pazifisten angefangen wurden. Ich weiß nicht, gab es das irgendwann mal? Gab es mal irgendwie den Birkenstockkreuzzug oder die Schlacht am Demetermarkt? Und überhaupt, was müsste man eigentlich machen, um kein Gutmensch zu sein? Gibt's da VHS-Kurse? Ja, ich war früher auch mal ein Gutmensch, aber jetzt bin ich so eine richtig fiese Möb. Vom Gutmensch zum Arschloch in 48 Stunden, Gastdozent Carsten Maschmeyer. Herrlich! Ich glaube wirklich, wir lassen uns gerne verwirren und ich meine, hat die AfD wirklich gute Arbeit geleistet, muss man sagen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe gar kein Problem mit der AfD. Nee, ich habe schon, aber manchmal bin ich froh, dass es die AfD gibt, weil viele vergessen das, aber wenn es die AfD nicht gäbe, dann würde jemand wie Björn Höcke immer noch Kindern Geschichtsunterricht geben. Das ist so. Das wissen ja viele gar nicht, aber Björn Höcke ist beurlaubter Lehrer für Geschichte und Sport. Ein Sportlehrer. Leute, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schule war. Bei uns in der Schule habe ich relativ selten den Satz gehört, wir haben hier ein wichtiges gesellschaftliches Problem. Lasst uns mal den Sportlehrer fragen, was er so denkt. Königin der Verwirrung ist für mich aber Alice Weidel. Das ist wirklich die Königin der Verwirrung, muss ich wirklich sagen. Wer es nicht weiß, sie lebt in der Schweiz mit ihrer Frau und zwei Kindern, kämpft aber in Deutschland gegen die Ehe für alle. Ich glaube, ich renne zu selten gegen Betonwände, um das zu verstehen.
Und ich habe den Kumpel, der mit mir da Auto gefahren ist, mit hier, ne, hier mit Bombe bauen und so weiter, den habe ich gefragt, sag mal, was ich wirklich nicht verstehe, warum lebt ihr überhaupt in der Schweiz, wenn sie Deutschland so geil findet? Und dann sagt er zu mir, nee, Markus, das hast du falsch verstanden, ja. Die findet Deutschland so geil, die will es einfach nicht abnutzen. Das ist mir geil, ey, der Blumenknicker, der muss mir jetzt Politik erklären. Großartig. Alice Weidler hat tatsächlich gesagt, die AfD ist die letzte Schutzmacht für Schwule und Lesben. Die letzte Schutzmacht, da sage ich euch mal was, ich lasse mich lieber von schwulen Hassern verprügeln, als von Alice Weidel beschützen, ganz ehrlich. Wir wollten, mein Mann und ich, wir wollten dieser ganzen Negativität im Land, wollten wir was entgegensetzen und deswegen haben wir diesen Sommer was gemacht. Wir haben geheiratet, tatsächlich. Ja. Ja. Zehn Jahre verpartnert, jetzt 5 Monate verheiratet. Und warum? Weil wir es können. Und weil ich der Ansicht bin, man sollte jeden Tag irgendwas machen, worüber sich Beatrix von Storch ärgern würde. Es war wieder lustig, weil die Ehe für alle wurde beschlossen, während wir auf Reisen waren. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen sauer. Weil, weißt du, ich habe jahrelang auf der Bühne für die Ehe für alle plädiert. Ich habe mit dem Mund fusselig geredet über die Ehe. Jetzt gehe ich einmal aus dem Land. Zack, ist sie durch. Zack, ich habe schon überlegt, ob ich nochmal aus dem Land gehen soll. In der Hoffnung, dass dann wieder was Schönes passiert. Keine Ahnung, hau ich ab und Helene Fischer explodiert. Ich weiß nicht. Das Lustige ist, ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, die Ehe für alle gibt es ja jetzt schon über ein Jahr. Und Freunde, es ist nichts passiert. Es ist nichts, das Abendland steht immer noch. Es wurde keine traditionelle Ehe bedroht. Und soviel ich weiß, hat sie auch noch nie einen Schwul, einen Heteroman geschnappt und geschrien, los, jetzt wird schwul geheiratet. Aber ich will gar nicht. Welchen Teil von Ehe für alle hast du nicht verstanden, mein Freund? Es ist nichts passiert, absolut nichts, außer dass sich viele Menschen gefreut haben. Und da denkt man sich, dann könnte man es doch eigentlich überall auf der Welt machen. Aber nein. Guck mal, in Amerika drehen sie gerade die Uhren zurück. In Brasilien wurde ein Schwulenhasser zum Präsidenten gewählt. Und in Kenia, ich weiß nicht, ob ich es mitgekriegt habe, in Kenia haben jetzt in einem Reservat 2 schwule Löwen für Aufregung gesorgt. Tatsächlich 2 schwule Löwen, die da rumge... 2 schwule Löwen, Simba und Detlef. Ja, bei dem einen hätte man früher drauf kommen können. Aber bei Detlef war es wirklich eine große Überraschung. Und das Geile war, dass die kenianische Zensurminister sofort reagiert haben und gesagt, das müssen wir sofort unterbinden, weil das ist nicht natürlich. Leute, ich wäre so gern dabei gewesen, wenn jemand den beiden Löwen erklärt, dass das nicht natürlich ist. Also. Das stell ich mir geil vor. Stell dir mal vor, die Löwen sind da dabei irgendwie und dann schreit ihnen der kenianische Ranger entgegen so, stop this! Stop this! It's not natural. Und die Löwen so, das ist nicht natürlich, sagt der Mann in der Kunstfaserjacke. Und es wurde echt noch wilder, weil der Zensurminister dann gesagt hat, das ist jetzt kein, ich habe es nicht erfunden, ihr könnt es nachlesen, das haben sich die Löwen von schwulen Touristen abgeguckt. Klar, nee, kennt man ja. Kölner Schwuppenpärchen auf Fotosafari in der Masai Mara. Und beim ersten Stopp direkt mal vom Jeep gehüpft. Und im nächstbesten Bus schön einen weggeknattert. Wie wir es halt so machen. Und dabei noch den Löwenfernunterricht geben. Eben, look, you have to intrude your penis into the bottom. Und die Löwen so, oh. Von schwulen Touristen abgeguckt. Ganz ehrlich, wenn die Löwen anfangen, Prosecco zu trinken, ein Bauchbeine-Kopus belegen und dein Outfit kritisieren, dann können wir nochmal reden, Freunde.
Nee, wir haben jetzt wirklich, wir haben ganz klassisch geheiratet und es war wirklich wunderschön. Wir hatten auch so richtig eine kölsche Standesbeamtin, supergeil. Frau kommt vorher auf meinen Mann und mich zu und sagt so, wer ist das Paar? Sie zwei? Sie sind das Paar? Und die so, ja, wir sind das Paar. Sie wollen also heiraten? Wir so, ja, wir wollen heiraten. Sie? Ich hab's ja schon dreimal probiert. Aber naja, ich wünsche toi, toi, toi. Und das Lustige war, dass unsere Freunde total verwirrt waren, weil ich meine, es gibt ja noch keine Tradition bei der schwulen Ehe. Ja? Keiner weiß, wie das abläuft irgendwie. Und unsere Freunde haben auch gefragt, so, was sollen wir denn machen? Sollen wir irgendwie Reis werfen, wenn ihr rauskommt? Oder wollt ihr ein Herz aus dem Bettlaken ausschneiden? Oder Brautstrauß werfen? Und ich so, nein. So eine schwule Hochzeit. Wir machen das ganz traditionell. Wenn wir rauskommen, bewerft ihr uns mit Feenstaub. Dann schneide ich dem Standesbeamten mit einer Nagelschere ein Herz in sein Hinterteil rein. Und dann stelle ich alle hinter mich und ich werfe einen Jeff Stryker-Dildo, wie sich das gehört. Es hat sich ja wirklich, das Einzige, was sich für uns auch geändert hat, ich meine, wir haben jetzt auch das Adoptionsrecht und das Einzige, was sich für mich dann durch die Ehe für alle geändert hat, war, dass mir jetzt auch endlich Schwule und Lesben ihre langweiligen Kinderfotos zeigen können. Das war's wert. Und das Lustige ist, wenn dir so ein schwules Pärchen mit Kind zu dir kommt irgendwie, ne? Du sagst dann natürlich so, oh Gott, wie süß, oh guck mal, wie heißt er denn, wie alt ist er denn? Aber wenn du ehrlich bist, das Einzige, was du die ganze Zeit denkst, ist, wie habt ihr es gemacht? Wer hat wo ins Reagenzglas, hattet ihr irgendwie russische Leihmütter oder ägyptische Gebärziegen? Wie habt ihr es gemacht? Sagst du aber natürlich nicht. Jetzt kam ein lesbisches Pärchen mit ihrem Kind, ja, und gibt's auch gleich meinem Mann und mein Mann so, oh, ist das süß, oh, guck mal, wie süß, oh, Markus, wie süß. Flüstert mir aber zu, meinst du, das ist aus Russland? Und ich so, keine Ahnung, hab dem Kind in die Wange gekniffen, das Kind so, quack, quack, und ich so, nein, Italien. So. Wir haben jetzt völlig normalen Ehealltag und wir saßen uns kürzlich so gegenüber beim Frühstückstisch und ich sagte zu meinem Mann so, du, Charles Aznavour ist gestorben, lass uns doch mal ein bisschen was von dem hören. Und mein Mann so, oh nee, ey, so Franzosengedudel, habe ich keinen Bock drauf. Und ich so, ey, Franzosengedudel, wenn es irgendjemanden gibt, ja, der die Liebe verstanden hat, der Beziehungen verstanden hat und der wie kein anderer über Beziehungen gesungen hat, dann war es ja wohl Charles Aznavour. Und mein Mann so, ja, komm, dann mach halt was. Dann habe ich was gefunden, ein Lied, auf Deutsch sogar. Charles Aznavour fängt an zu singen. Wir sitzen uns gegenüber. Charles Aznavour, mit deiner schlampigen Figur gehst du mir gegen die Natur. Und mein Mann schon so, geht weiter. Dein Geschwätz so leer und dumm. Ich hab Angst, das bringt mich um. Früher warst du lieb und schön. Du lässt dich gehen, du lässt dich gehen. Und mein Mann so, Markus, willst du mir irgendwas sagen? Und ich so, ja, Aretha Franklin ist auch gestorben. Der Tod ist echt ein großes Thema geworden, auch bei uns in der Beziehung. Ich musste diese Woche meinen Hund einschläfern lassen. Und ganz ehrlich, ich wünsche es keinem. Ja, es ist die Hölle, ich wünsche es wirklich keinem. Aber selbst in so einer Situation steckt Humor teilweise. Ich muss es erklären, wirklich, ich habe noch nie so viel geflennt wie diese Woche, ich kann es offen sagen. Aber wir sind in dieser Tierarztklinik und dann sagt die Tierärztin irgendwann zu uns, gehen Sie doch bitte jetzt dann nach ihm an, als wir die Entscheidung getroffen haben, gehen Sie nach ihm an, da ist es ein bisschen kuscheliger. Dann gehen wir ins Zimmer nebenan und die Inneneinrichtung des Zimmers nebenan war ein Tisch, zwei Stühle und ein grünes Handtuch auf dem Tisch. Und ich habe in dem Moment so ein Mitleid mit dieser Ärztin gehabt, weil ich mir dachte, wenn die das kuschelig findet, will ich ihre Wohnung nicht sehen. Und das Geilste war, die einzige Inneneinrichtung in diesem Zimmer war an der Wand ein riesiges Bild von einer Katze. Jetzt muss man dazu sagen, wenn es irgendwas gibt, was mein Hund sein ganzes Leben lang gehasst hat, dann waren es Katzen. Und ich habe wirklich versucht, den Hut so ein bisschen wegzudrehen. Und mein Mann fragt, was machst denn du da? Und ich habe gesagt, das hast du gesehen, das Bild?
Das ist wie wenn ich im Hospiz liege und den ganzen Tag auf ein Bild von Xavier Naidoo gucken muss. Und es ist schlimm. Es ist wirklich eine schlimme Situation. Ich wünsche es keinem. Aber wenn du da so dabei bist und merkst, wie friedlich das eigentlich vonstatten geht. Ehrlich gesagt, ich bin ins Grübeln gekommen, weil ich mir dachte, ganz ehrlich, so würde ich das auch gerne mal für mich haben. Ist es nicht komisch, dass wir uns genau das verwehren, was wir unseren Haustieren da gestatten? Wir können nicht einfach so aus dem Leben scheiden, wenn es nicht mehr geht. Es geht nicht. Uns bleibt nur die traditionelle Art, Radfahren in Köln. Tod wird ein Thema in dem Alter. Ich habe kürzlich einen Bestatter kennengelernt tatsächlich. Und der hat mir erzählt, dass er Bereitschaftsdienst hat. Ich wusste gar nicht, dass das gibt. Ich habe gefragt, was ist Bereitschaftsdienst bei Bestattern? Wie sieht das denn aus? Hat er gesagt, naja, im Grunde wie bei Sanitätern, nur mit wesentlich weniger Hektik. Ja gut, macht Sinn. Ja, stell dir mal vor, du bist Bestatter, kriegst einen Anruf. Hallo, achso, ja, ist jemand gestorben? Alles klar, ich komme sofort. Also ich esse natürlich noch fertig. Fondue. Läuft ja nicht weg. Ne? Das ist lustig, weil ich habe den in der Kneipe kennengelernt. Er hat sich ein Bier nach dem anderen gezwitschert und so. Und ich habe irgendwann gefragt, sag mal, du hast Bereitschaftsdienst und du trinkst hier ein Bier nach dem anderen? Hat er gesagt, naja, hast du schon mal gesehen, dass die Polizei einen Leichenwagen anhält? Ich nicht. Da habe ich gesagt, ja, aber wenn du einen Unfall baust, neue Kundschaft. Vielleicht beschäftigt mich das Thema auch deshalb so, weil ich tatsächlich auf unserer Reise ein Nahtoderlebnis hatte. Das ist kein Scheiß, es war gegen Ende in Südfrankreich. Wir waren in einem Restaurant und ich habe abends irgendwie 6 Austern und dann Rinder-Tatar gegessen. Bei 37 Grad im Schatten, geile Idee. Und ich sage auch noch so zu meinem Mann, na, also wenn es mir heute Nacht schlecht geht, dann weiß ich aber warum noch. Ja, sagen wir es mal so, es ging mir schlecht. Das ist kein Scheiß, ich bin 2-mal im Wohnmobil kollabiert, bin mit dem Kopf auf den Wohnmobilfußboden gefallen, war komplett weg. Mein Mann hat mich reanimiert tatsächlich und es hat er auch super gemacht. Aber als es dann alles fertig war und ich mich einigermaßen berappelt habe, habe ich ihn irgendwann so gefragt, so, sag mal, warum hast du eigentlich keinen Notarzt gerufen? Was sagt er zu mir? Ja, ich wusste nicht, was Notarzt auf Französisch heißt. Und ich dachte so, das war dein Grund, das, weil du nicht wusstest, ich hätte sterben können. Also, naja, Totengräber hätte ich gewusst. Also es ist schon eine krasse Situation. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich dachte, ich glaube, jetzt ist es vorbei, tatsächlich. Und ich habe schon so das Licht gesehen. Ich hatte den Eindruck, ich bin im Himmel quasi, ich gehe auf die Himmelstür zu. Ich habe sogar den Eindruck gehabt, ich sehe Petrus und noch andere Menschen da stehen, die da rein wollen irgendwie. Und ich habe Petrus sofort zurückgerufen und habe gesagt, so, Petrus, ich bin hier falsch. Ich bin viel zu jung. Außerdem, was soll ich denn im Himmel? Ich bin doch der Dick-Bubu. Und da sehe ich, wie Petrus sich nach vorne lehnt und sagt, würden Sie bitte die Diskretionszone einhalten? Dankeschön, schönen Abend. Ciao.